Sei wachsam, bring dir die Worte ein. Sei wachsam, fall nicht auf sie rein. Pass auf, dass du deine Freiheit nutzt. Die Freiheit nutzt sich an, wenn du sie nicht nutzt. Sei wachsam, merk dir die Gesichter gut. Sei wachsam, bewahre deinen Mut. Sei wachsam und sei auf der Hut. Hier die Einladenden sind die neue Initiative zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen. Wir meinen dann, wir haben das Gefühl, dass im Moment alles zerstiebt und nicht mehr im Sinne der Grundrechte, nicht im Sinne der Menschenwürde, der freien Entfaltung der Persönlichkeit und was alles im Grundgesetz steht, geregelt wird, sondern dass ganz andere Kräfte sich im Hintergrund bemerkbar machen. Und die Verfassung soll abgeschafft werden. Aus amerikanischer Sicht ist sie ein Investitionshindernis. Das wird ja über TTIP gemacht, dass man die Verfassung einfach übergeht. In europäischer Sicht ist sie eine Vereinigungshindernis, da soll sie weg. Und deswegen, wir haben gesagt, wir müssen langsam aufwachen, dass wir der Souverän sind und nicht die Politiker. Und dafür braucht es eine Bewegung. Und unsere Idee ist, durch diese Vorträge sowas zu haben, wie eine Substanzbildung, Vertiefung. Dass wir alle Leute, die auf dem Sektor der Verfassung schon helle sind oder schon gearbeitet haben und noch vertieft arbeiten wollen, durch diese Vortragsreihe zusammenbringen, dass man sich kennenlernt, persönlich kennenlernt und dann auch, ich will mal sagen, dass gewisse Synergieeffekte sich ergeben und dass wir die Dinge tiefer beurteilen lernen. Am Ende soll dabei eine richtige Revolutionsbewegung dabei rauskommen, das kann ich schon sagen. Wir haben es extra Artikel 20 genannt, weil Artikel 20.4 heißt Recht auf Widerstand und wir müssen uns darauf einstellen, dass es gar nicht mehr anders geht in dieser Republik. Das ist so diese Geschichte und das ist der Hintergrund und in diesem Bild oder vor diesem Hintergrund laden wir jetzt ein zu Vorträgen. Heute Abend ist der Hans Scharf da. Hans Scharf ist Wirtschaftsanwalt und es ist sehr interessant, dass jemand, normalerweise sind Anwälte immer sehr angepasst und machen alles, was so, ne, dass einer ganz eigene Wege geht und ganz eigene Wahrnehmung hat. Und das Thema heute Abend ist ja Widerstandsrecht in der Praxis oder Widerstand in der Praxis. Und ich bin außerordentlich gespannt auf diesen Vortrag. Der Vortrag wird sein, er wird so lange reden, wie er kann oder wie er will. Und danke ich sehr für das Erscheinen und eben für sein. Ja, auch vielen Dank für die Einführung. Ich stelle mich einfach mal hin, dann versteht man mich vielleicht ein bisschen besser. Wie komme ich eigentlich dazu, Widerstand zu leisten? Wenn Wirtschaftsanwalt verdiene, gut, ja. Hab die Herrschaften von vorne bis hinten mir angeguckt, ja. Und das ist schon sehr lange in mir drin. Ich habe also sehr lange beobachtet, wie so gewisse Geschäfte betrieben werden, insbesondere in der Immobilienfinanzierung. Und bin dadurch irgendwie sehr kritisch geworden gegenüber dem, ich sage jetzt mal, Geld- und Finanzsystem. Also da sind Dinge gelaufen, die konnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, anfänglich. Also Kreditierungen auf Objekte, auf Projekte, die, was weiß ich, von mir aus nur 30 oder 40 Millionen, Anführungszeichen 30 oder 40 Millionen, wert sind, in doppelter Höhe und so weiter. Und da fragt man sich natürlich dann auch, wenn das also in Milliardengrößenordnungen passiert, wie geht sowas? Und ich hatte jahrelang keine so richtige Erklärung. Ich habe ja immer gedacht, naja gut, die Banken holen sich das Geld bei der EZB mit irgendwelchen windigen Sicherheiten und dann können sie solche Kreditierungen rausbringen. Bis ich dann irgendwann im Zuge der Occupy-Bewegung und durch Diskussionen übrigens mit Bankern, ja, und Studium von Schriften von Senf und anderen endlich mal auf den Trichter gekommen bin, nämlich, dass im Wesentlichen das Geld, was zirkuliert, von den Banken selber gemacht worden ist, ja, durch Kreditierung. Also ich will diesen ganzen Komplex nicht weiter ausführen. Nur nachdem ich das begriffen hatte, habe ich mir gedacht, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass man so ein System retten muss. Und dass eine Bank wie die Hypo Real Estate
sage und schreibe 143 Milliarden, das kann man gar nicht buchstabieren, Milliarden, wie auch immer, zur Verfügung gestellt bekommt, in Form von Geld, von ich sage jetzt mal Zentralbankgeld, ja, und Staatsgarantien und Ähnlichem. Und ich wusste, dass die Hyper Real Estate eigentlich so eine Art Bad Bank ist, in die man also lauter faule Kredite reingetan hatte und wo absolut sicher und klar war, dass das, ich sag mal so, eher oder minder eigentlich eine kriminelle Vereinigung ist. Und die schaffen es, der Herr Ackermann und ein paar andere, kann man alles nachlesen, die damalige Bundesregierung, Frau Merkel und den Herrn Steinbrück, ja, dazu zu bringen, da irgendwelche Zusagen zu machen, ohne gesetzliche Grundlage und ohne alles, ja, und mehr als die Hälfte des Bundeshaushaltes quasi für die Bankenrettung zur Verfügung zu stellen. Und da hat es mir gereicht. Da habe ich mir gesagt, nee, das machst du nicht mehr mit. Du gibst dafür keine Steuern. Ja, mache ich einfach nicht. Und die muss in die, es mangelt in der Infrastruktur. 100 Milliarden fehlen an Investitionen in Infrastruktur, in Brücken, in Straßen, in Schulen, in Bildung und alles Mögliche. Ja? Ein Staat, der sowas zulässt, dass die größte Subvention aller Zeiten in dieses, wie soll ich sagen, System hineingepumpt wird, ohne sich auch noch irgendwie versichern zu lassen, dass da auch was rauskommt dabei, ja, und ohne irgendwie unter Kontrolle zu haben, wer das denn kriegt, ja, das ist kein Staat des Grundgesetzes. Da ist irgendwas passiert, das ist nicht in Ordnung, ja. Das ist irgendwas Ähnliches wie eine Feudalherrschaft oder sowas, ja. Und dann bin ich halt hergegangen und habe gesagt, so, und jetzt kommen wir zur Praxis, unter anderem gegenüber dem Finanzamt. Ich halte meine Steuerzahlungen zurück. Ich bin bis dahin ein einwandfreier Steuerzahler gewesen. Ich habe auch keinerlei, wie auch immer, irgendwelche Verkürzungen oder Hinterziehungen oder sonst irgendwas auf dem Buckel liegen. Nee, habe ich nicht. Ich habe denen halt gesagt, ich finde das nicht richtig, dass ihr dieses Geld, was ihr von mir einnehmt, für die Bankenrettung verwendet. So, und jetzt erzähle ich mal so ein bisschen, wie das so abgelaufen ist. Da habe ich angefangen im Jahre 2012. Ja, also wir schreiben ja jetzt das Jahr 2015. Er lebt noch. Ich lebe noch. Ich bin nicht umgebracht worden. Ich bin nicht, wie soll ich sagen, irgendwie ruiniert worden. Das haben sie zwar versucht mit einem Insolvenzantrag, aber das konnte ich also abwenden. Denn ich bin nicht naiv. Also das heißt, bevor ich das angefangen habe, habe ich mir überlegt, was werden die alles mit dir anstellen? Und da muss man sich ja darauf einstellen, ja. Und da habe ich als erstes gesagt, ich mache mich mal für euch vermögenslos. Habe ich wirklich gemacht. Habe ich auch gesagt, habe ich geschrieben. Für euch habe ich mich extra vermögenslos gemacht. Das wollten sie nicht hören, ja. Das wollten sie nicht glauben. Ich habe halt Folgendes gemacht. Ich habe halt einen Teil... Also des unbelasteten oder sagen wir so, des Immobilienvermögens, was ich so ein bisschen erarbeitet habe, das habe ich auf meine Familie übertragen und habe gesagt, Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Das haben die nicht verstanden. Die haben gemeint, ich hätte Vermögen verschoben, indem ich das auf die Familie übertragen habe, damit die unterhalten werden. Ja? Solche Missverständnisse kommen dann zustande. Ja? Habe ich provoziert. Ein bisschen abdunkeln, dass man das besser sehen kann? Da bin ich jetzt nicht zuständig. Ups, Moment. Es gilt das gesprochene Wort. Ja, es gilt das. Ja, und also wie gesagt, ich habe dann unter Berufung auf... Ist das alles soweit in Ordnung? Ja? Kann ich weitermachen? Ja? Gut. Also ich habe dann, wie gesagt, mich erinnert, dass wir einen Artikel 20 Absatz 4 haben und habe dann also von diesem Widerstandsrecht Gebrauch gemacht. Allerdings mit ein kleines bisschen sozusagen geschichtlichem Bewusstsein. Und das will ich mal so ein kleines bisschen wenigstens hier
noch darlegen oder darstellen, indem ich da aus dem Kommentar, aus einem Kommentar zum Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz vorlese. Dieses Widerstandsrecht gibt es nämlich schon ein bisschen länger. Und dann schreibt hier so ein ganz normaler Kommentator, also nichts Abseitiges, das Widerstandsrecht gegen den pflichtvergessenen Herrscher. Das ist mir ein bisschen zu dunkel, muss ich ehrlich sagen. Da sehe ich nichts mehr. Also, ja, so, danke, das reicht. Also, das Widerstandsrecht gegen den pflichtvergessenen Herrscher war seit der Antike anerkannt. Aha, gibt es also schon länger. Und bis zum Absolutismus vielfach auch verbrieft. Immerhin. Wir sind wahrscheinlich wieder ein bisschen zurückgefallen. In der Unabhängigkeitserklärung der USA und in Artikel 2 der französischen Deklaration 1789 noch anerkannt, erlangte es im deutschen Konstitutionalismus kaum mehr Bedeutung. Sollte man wissen. Die Herrschenden sollten an die Verfassung gebunden, diese anderweitig geschützt werden. Für ein Widerstandsrecht sah man auch im demokratischen Verfassungsstaat von Weimar keinen Raum. Aber dann kam es. Nach den Erfahrungen mit dem NS-System wurden zunächst in den Landesverfassungen von Hessen, darauf berufe ich mich übrigens auch, ne, da gibt es sogar eine Pflicht zum Widerstand nach der hessischen Verfassung. Aha, man höre und staune. Und Bremen das Recht und sogar die Pflicht zum Widerstand festgelegt. Doch entschied sich der Parlamentarische Rat wegen der Schwierigkeiten der praktischen Ausführung dagegen, ein Widerstandsrecht in das Grundgesetz aufzunehmen. Unabhängig davon hat das Bundesverfassungsgericht im KPD-Urteil erwogen, ein Widerstandsrecht gegen ein evidentes Unrechtsregime in der grundgesetzlichen Ordnung anzuerkennen. Die Überzeugung, dass das Widerstandsrecht einer Positivierung wesensmäßig weder bedürftig noch zugänglich ist, ist bis heute vorherrschend geblieben. Dennoch wurde im Rahmen der Notstandsverfassung aufgrund eines politischen Tauschgeschäfts in Artikel 20 Absatz 4 ein kaum praktisch relevantes Widerstandsrecht verankert. Ein Stück symbolischer Verfassungsgesetzgebung. Das schreibt hier der Kommentator, ja? Ich hoffe, so, mit der das Grundgesetz die Möglichkeit des Versagens seiner Vorkehrungen einräumt und die Mitglieder des souveränen Volkes auf sich selbst verweist. Ich will das jetzt nicht weiter vorlesen, aber das ist der Hintergrund für den Artikel 20 Absatz 4. Also das ist eigentlich eher als Placebo gedacht gewesen. Und ich sag mal so, da kann man noch ein bisschen was nachlegen. Darauf komme ich aber noch. Dann gibt es noch eine Geschichte des, ich nenne das jetzt mal Steuerwiderstandes, ja, oder des Steuerstreiks. Das haben wir bei uns auf der Website. Muss mal gerade gucken, das geht ganz schnell, dann kriegt man nämlich auch mal die Website gezeigt. Die heißt geldhahn-zu.de und ist so eine Initiative, die halt von mir in Gang gesetzt worden ist, hinter der aber eine ganze Menge Leute stehen, ja, die da mitarbeiten und die mittlerweile doch schon, ich sage mal so, eine gewisse Statur auch erlangt hat. Ne? Wo habe ich es denn jetzt hier? So, schon wieder weg. Um das vielleicht zu referieren, es ist also nahezu keine Revolution entstanden, ohne dass zuvor ein Steuerstreik stattgefunden hat. Französische Revolution, Indien, USA, überall, wo es also ordentlich gefunkt hat und wo also revolutionäre Entwicklungen stattgefunden haben, sind die immer losgegangen mit Steuerstreiks. Der Steuerstreik ist ein wahnsinnig starkes Mittel, wenn man das gemeinschaftlich macht, um sogenannten Mächtigen so ein kleines bisschen mal beizubringen, dass es auch noch was anderes gibt als ihre Interessen. Und darum geht es im Wesentlichen, dass man gemeinschaftlich, muss ja nicht gleich alle Steuern nicht mehr zahlen, ja? Man kann ja auch mal ein paar kleinere Summen zurückhalten, ja? Und es gibt ja auch viele Steuerzahler, die können gar nichts machen eigentlich, ja, weil sie angestellt sind und ihr Arbeitgeber gleich mal die Lohnsteuer als Quellensteuer weg abführt. Ja. Aber ich denke, dass wenn das viele Leute machen und wenn es auch symbolisch ist, ja, dann wird es etwas bewirken. Und das ist so eine meiner Absichten.
Ich habe jetzt natürlich einen Steuerstreik, aber wirklich massivst durchgeführt. Ich habe denen gesagt, ihr kriegt gar nichts mehr, ja, von mir. Ihr müsst euch erst einmal ein bisschen anstrengen, ja, und ordentlich und verfassungsgemäß und rechtmäßig eigentlich auch mit Steuergeldern umgehen halt, ne? So, also so viel mal zu dem Mittelsteuerstreik. Ist alles noch nachzulesen und wird auch gerne nachgeliefert. Und jetzt haben wir hier den Artikel 20 und da unten steht der Absatz 4 und den lese ich einfach mal vor. Da heißt es, gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen. Und mit dieser Ordnung ist das alles gemeint, was davor steht. Also der Absatz 1 lese ich auch mal vor. Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Aha, was leite ich daraus ab? Dass die Umverteilung, die hier stattgefunden hat und ständig stattfindet, wo dann am Schluss des Tages 1% mehr hat als der Rest der Bevölkerung, ja, das ist nicht ein sozialer Bundesstaat. Ja. Das ist eine, was weiß ich, eine Oligarchenherrschaft ist das. Ja. Das auch, ja. Und dann heißt es hier als nächstes im Absatz 2, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Ja, sie wird vom Volke, und jetzt kommt es darauf an, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Da steht halt nun mal laut und deutlich drin, in Wahlen und Abstimmungen. Was wir nicht haben, das sind die Abstimmungen. Ich hätte ganz gerne, dass einfach mehr abgestimmt wird, also sprich, wir etwas mehr Basisdemokratie kriegen. Die Parteien versprechen uns das immer, bei jeder Bundestagswahl, ja, bis vielleicht auf die CDU, aber wenn man so einen Abgeordneten oder beziehungsweise jemanden fragt, der da ganz gerne Abgeordneter werden möchte, bist du für Volksabstimmung, ja? Sind sie immer dafür. Und wenn sie dann gewählt sind, dann wissen sie es nicht mehr. Ja? Also das heißt, wir müssen uns da ein bisschen auf die Hinterfüße stellen. Und dass es eben keine Abstimmung gibt, ist halt auch etwas, was, wie soll ich sagen, oder diejenigen, die das verhindern wollen, ja, das ist halt auch etwas, jetzt mal zugespitzt formuliert, was man als Beseitigung der Ordnung dieses Grundgesetzes oder dieses Staates bezeichnen kann. Ja? Das müssen wir kriegen. Ja? So, was heißt es noch? Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung. Deswegen zitiere ich immer ganz gerne Grundgesetzartikel. Die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Bei der Rechtsprechung, das ist so mein Hauptbetätigungsfeld, die kennen alle nicht die Verfassung, also insbesondere nicht im Zivilrecht. Ja. Also sehen meine Schriftsätze immer vor, dass ich eine kleine Einführung in verschiedene verfassungsrechtliche, wie soll ich sagen, Normen gebe, damit die dann auch mal wissen, in welchem Rahmen sie eigentlich tätig sind. Oder besser gesagt, tätig sein sollten. Das geht dann zum Teil so weit, dass ich Schriftsätze mache, da steht dann als erstes drin, ich bitte um die Anwendung der geltenden Rechtsordnung. Ja, ohne Witz, mache ich. Wenn sie partout zur Bankenrettung das geltende Recht nicht anwenden wollen, ich habe solche Fälle, ja. Das ist wirklich so. Das passt ihnen halt nicht und dann machen sie es nicht, ja. Und dann kann ich nur sagen, ja, also warum sollt ihr eigentlich noch Geld kriegen, ja, für das, was ihr da macht? Das ist ja keine Rechtsprechung. Haltet euch nicht an Artikel 20. Nun gut, also gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, und ich meine, dass das die Finanzämter tun, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Was mache ich? Ich durchlaufe alle Rechtsmittel, die Rechtsordnung hier zur Verfügung stellt. Das geht bis zu Menschenrechtsbeschwerden, habe ich auch schon gemacht. Ja. Oder Verfassungsbeschwerden, ja. Und dazu muss man dann auch sagen, und auch das trage ich vor, bei den Verfassungsbeschwerden hat man eine Annahmequote von etwa 1-2%. Das muss man sich ja vorstellen. Nur eine oder zwei von 100 Verfassungsbeschwerden werden überhaupt nur zur Entscheidung angenommen. Das ist praktisches, Abschaffen der Verfassungsbeschwerde. Was sind die Kriterien dafür?
wird das ablehnen. Was ablehnen oder angenommen wird? Das weiß der liebe Gott. Er willkürlich. Das ist total willkürlich. Da wird keine Begründung gegeben. Sie dürfen ohne Angabe von Gründen das abzurückweisen. Ja. Ohne Angabe von Gründen. So, und jetzt noch zu dem Thema Menschenrechtsbeschwerde. Ja. Habe ich mich auch mal ein bisschen schlau gemacht. Da sieht die Situation genauso aus. Von 100 Menschenrechtsbeschwerden werden auch nur 1 bis 2 zur Entscheidung angenommen. An wen richten die sich? Die gehen an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Erfolgreich war der Mustafa Selmani vom Deutschen Amt für Menschenrechte und da ist dann rausgekommen. Ich sag nur das, was Statistik ist, ja. Und ich will damit einfach nur klar machen, dass man sich auf diese abseitigen Wege nicht begeben sollte. Ich habe das aber gemacht, um zu zeigen, und dann natürlich mit den statistischen Daten untermauert, dass da der Rechtsstaat schon beerdigt worden ist. Ja? Also es gibt de facto keine Rechtsmittel. Und diese Rechtsmittel, die richten sich ja gegen staatliche Maßnahmen, die unser eins als entweder grundgesetzwidrig oder menschenrechtswidrig oder verfassungswidrig ansieht. Ich bin da in absolut guter Gesellschaft, was diese Sichtweise angeht. Ja? Also das ist nicht irgendwas Abseitiges, sondern das entspricht, anständigen oder jedenfalls seriösen Argumentationen und Ansichten von hauptsächlich Professoren. Ja, die leisten sich diesen Luxus noch und die gehen auch ab und zu mal zum Verfassungsgericht, ja, und sind immer ganz happy, wenn dann mal ausnahmsweise so eine Verfassungsbeschwerde angenommen wird, ja. Und dann wird da so ein bisschen, wie soll ich sagen, Wortgeklingel erzeugt und immer mit demselben Ergebnis. Es kommt nichts raus dabei. Man ändert dadurch nichts, ja. Das Widerstandsrecht ist aber ein anderes Kapitel. Da kann man tatsächlich was ändern. So, dann machen wir mal weiter mit diesem Widerstandsrecht. Wie argumentiere ich in Gerichtsverfahren? Also ich habe mich gegen Steuerbescheide gewendet, habe da erstmal Einspruch eingelegt, habe denen gesagt, also unter anderem will ich euch jetzt nichts geben, weil ihr die Steuermittel halt für Bankenrettung verwendet. Und dasselbe habe ich dann, weil das hat ja keinen Erfolg, solche Einsprüche. Da muss man dann halt klagen. Das habe ich dann auch gemacht. Dann wird man gleich vollstreckt. Habe ich auch durchgemacht. Ja. Es wird also einem nicht gerade leicht gemacht. Ja. Aber was die alle nicht wissen, ist, dass ich das provoziere, um zu zeigen, dass dieses System im Eimer ist. Ja. Nun gut. Ich lese mal so ein kleines bisschen vor aus den Argumentationen, die ich da so liefere. Und dann auch noch ein kleines bisschen aus dem, was da dann an Entscheidungen kommt. Also hier habe ich zum Beispiel eine sogenannte Gegenvorstellung. Also ich komme dann auf Rechtsmittel, die es eigentlich gar nicht mehr gibt, weil Rechtsmittel, doch etwas weniger geworden sind im Laufe der Entwicklung. Und hier hatte ich also einen Antrag gestellt, dass wegen der Anwendung des Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz diese Frage nicht vom Finanzgericht entschieden werden darf, sondern entweder von einem Verwaltungsgericht oder dem Verfassungsgericht, also entweder dem Bundesverfassungsgericht oder dem Landesverfassungsgericht, und hatte also beantragt, dass wegen dieses Punktes die Sache verwiesen wird von dem Finanzgericht an das eigentlich zuständige Gericht. Ja? Und das ist etwas, was denen gar nicht geschmeckt hat, weil es nämlich eigentlich so ist, dass sie dass diesen Antrag hätten nachgeben müssen. Nur, wenn das bei mir durchgegangen wäre, ja, dann hätte ich das rausposaunt und dann wären alle hergegangen und hätten gesagt, das machen wir auch, ja. Okay, also, dann geht es erstmal um die Zulässigkeit dieser Gegenvorstellung.
Das habe ich halt begründet mit Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz. Der heißt, vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. Das hatten sie mir ja nicht gegeben, so richtig jedenfalls nicht. Und auf den Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz, niemand darf einem gesetzlichen Richter entzogen werden. Das ist übrigens eine Praxis, die in letzter Zeit sehr zugenommen hat. Ja, also dass man eigentlich seinem gesetzlichen Richter entzogen wird. Also bei mir ist es so, dass ich in aller Regel keine Rechtsbeschwerde bekomme gegen Entscheidungen von zum Beispiel Landgerichten oder keine Revision bekomme. Und damit ist natürlich die nächste höchste Instanz, die ist dann sozusagen weg. Und das müssten sie eigentlich machen, da ich hauptsächlich nur grundsätzliche Sachen zu Gericht transportiere. Na gut, das habe ich hier, das ist die Art und Weise, wie ich das mache, habe ich hier eine Vorbemerkung vorangestellt und die lese ich mal vor. Das Gericht wählt in seiner Darstellung des Vorbringens des Klägers die bei deutschen Justizjuristen sehr beliebte Methode des Hinbiegens von Parteivorbringens mit Blick auf bestimmte Ergebnisse bzw. rechtliche Obersätze. Anstatt, wie das in anderen Rechtsordnungen, zum Beispiel angloamerikanischer Rechtskreis, als richtig angesehen wird, den umgekehrten Weg zu gehen, also das tatsächliche Vorbringen einer Partei differenziert darzustellen, um sich dann damit in dialektischer Form Abwägung von Pro und Contra auseinanderzusetzen. Da spreche ich ein grundsätzliches Problem der deutschen Rechtstradition an. Ja? Will ich jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist eine ganz wichtige Geschichte. Weil wir haben eigentlich so eine Art obrigkeitsstaatliche Rechtsanwendung. Die Sprache ist obrigkeitsstaatlich geblieben. Die Art von Rechtsanwendung, die wird so rübergebracht, als wäre das alles sozusagen alternativlos, ja. Ne? Als wäre das eine total richtige Entscheidung. Das ist aber eine Art von Rhetorik, die hier geübt wird, die verschleiert halt die eigentlichen Gründe und sie führt dazu, dass man sich als Laie, sage ich mal, von oben herab behandelt fühlt, ja, und vieles nicht versteht. Und das ist eigentlich eine undemokratische Art und Weise, sozusagen Recht zu sprechen oder die Entscheidung zu begründen. Ja? Und das spreche ich halt damit an. So, dann geht's weiter. Die bei deutschen Justizjuristen unisono praktizierte Methode der Subsumption zwecks rhetorischer Verschleierung der Überlegungen, die zu einer bestimmten Entscheidung geführt haben, die in aller Regel schon vor der Subsumption getroffen worden ist, führt dagegen regelmäßig zu einer für das normale Publikum unverständlichen Herrschaftssprache, in der sich allerdings sehr banale Wissenslücken und Vorurteile verstecken. Also man stellt sich da vor, das schreibe ich den Richtern. Ja, also das ist ohne Punkt und Komma ist das. Das haben die vorher noch nie gelesen von dem Anwalt. Aber machen wir. Diese einer fragwürdigen, undemokratischen Vergangenheit geschuldete Tradition, Positivismus, passt nicht zum Staat des Grundgesetzes. Sie ist prinzipiell undemokratisch, weil sie Transparenz und Partizipation meidet. Sie produziert zwangsläufig bloße Herrschaft und kein Recht. Sie will sich deshalb möglichst auch der Kontrolle entziehen, so auch im Falle des Klägers. Also so sieht meine Vorbemerkung aus in so einer Auseinandersetzung. Das ist auch eine politische Auseinandersetzung, ganz klar. Ne? Gut, dann kommt halt eine Wiedergabe der gerichtlichen Falldarstellung. Da werfe ich denen halt vor, dass sie da sich praktisch so manipulativ ein paar Parts rausgesucht haben, um den Eindruck zu erwecken, ich würde nur polemisch argumentieren. Ja? Also dann erzähle ich ihnen das, dass sie das so gemacht haben. Ja? Ich führe ihnen ihre eigene Methode vor. Und dann gehe ich her und wiederhole mein gesamtes Vorbringen, was sie so auf was weiß ich anderthalb Seiten runtergezont haben. Und ja, das lese ich jetzt nicht vor. Das würde zu weit führen. Aber das ist ein bisschen mehr als das, was auch inhaltlich vor allen Dingen mehr, als das, was das Gericht daraus gemacht hat. Und die gerichtliche Darstellung, die bringe ich hinterher. Also ich zeige denen, wie sie manipulieren. Das ist eine nette Aufklärung. Und dann schreibe ich hier Widerstandsrecht. Man sieht also sehr schön, dass das Gericht den gesamten Vortrag, der die Ausübung des Widerstandsrechts betrifft, keine Steuern für die verfassungswidrige Bankenrettung nicht berücksichtigen möchte. Also ignoriert und damit das Grundrecht auf Gewährung rechtlichen Gehörs verletzt. Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz. Ich hatte denen nämlich gesagt, ich leiste diesen Widerstand, weil nach Feststellung eines Herrn Sven Giegold,
Grüner sitzt im Europaparlament als deren Sprecher. In die Bankenrettung mehr als 200 Milliarden hineingesteckt worden sind. Wahnsinnssumme, ja, höher als jeder Landeshaushalt. Und das hatten die dann auch noch festgestellt in ihren Recherchen, nur bei lediglich 5% bekannt ist oder jedenfalls öffentlich bekannt ist, wo das Geld hingeflossen ist. Wie bitte? 95% von 200 Milliarden. Die können einem nicht sagen im Finanzministerium, wo das hin ist. Wie bitte? Ja, da gibt es Leute, die schreiben Bücher, die haben die Überschrift oder den Titel der größte Raubzug der Geschichte. Das zitiere ich dann natürlich, ja. Da steht da noch ein paar mehr Details da, dabei, ja. Und damit können die sich nicht mehr auseinandersetzen. Also das machen sie, indem sie praktisch gar nichts mehr dazu sagen. Sind sie, im Grunde genommen müssten sie eigentlich sagen, der Mann hat völlig recht. Ja? Und es gibt einige in der Finanzverwaltung, das habe ich auch schon festgestellt, auch bei den Richtern, ja, die sagen nach innen, das stimmt, was der sagt. Ja? Ich kann es nur nicht nach außen hin sagen, weil dann gefährde ich mich. Ja? Und das muss aufhören. Ja? Das muss einfach aufhören. Und das können wir nur erreichen, wenn wir von, wie soll ich sagen, Widerstandsmitteln Gebrauch machen, wie zum Beispiel so einem Steuerstreik. Dann wird da was passieren. Ja? Mit den zurückhaltenden Finanzmitteln eine Judikative selbst wählen, parallel zur Legislative. Dann haben wir auch echte Gewaltenteilung, nicht wie jetzt die Legislative zu wählen und die besetzt dann die Judikative und die Exekutive. Ja, also das führt mir jetzt so ein bisschen vom Thema weg, ja, weil da haben wir dann nachher Diskussion. Ich will ja nur mal ein bisschen darstellen, wie ich das mache. Ja? Wir haben ja das Thema Widerstandsrecht in der Praxis und nachher, ja? Nee, ich habe das schon verstanden, aber also was habe ich ausgeführt zu dem Punkt Widerstandsrecht? Man sieht also sehr schön, dass das Gericht den gesamten Vortrag, das hatte ich ja schon vorgelesen. So, dann geht's weiter. Allerdings gilt auch für das Finanzgericht das Grundgesetz, wer hätte das gedacht. Insbesondere Grundrechtskatalog, der in erster Linie vor Grundrechtseingriffen des Staates schützt und damit auch für jeden Richter des Finanzgerichts, die per Amtseid sich verpflichtet haben, die grundgesetzliche Ordnung zu schützen. Ich sage denen, ihr müsst auch das Widerstandsrecht ausüben, mindestens mal in Hessen, da habt ihr nämlich die Pflicht dazu. Ja? Das sind alles richtig schöne Vorlagen. Ja? Die Argumentation des Finanzgerichts ist offensichtlich zirkulär. Und von der Absicht getragen, dem Kläger das Widerstandsrecht gemäß Artikel 20 Absatz 4 nicht zukommen zu lassen. Denn genau die Feststellung, ob die Voraussetzungen für die Ausübung des Widerstandsrechts vorliegen, gehört nicht in den Zuständigkeitsbereich des Finanzgerichts. Das Finanzgericht ist nicht befugt, diese Entscheidung zu treffen. Der Beschluss entzieht also entgegen Artikel 101 Absatz 1 GG dem Kläger den gesetzlichen Richter. Das ist eine absolut in sich schlüssige Argumentation. Da können die nichts dagegen machen. Was sie dann gemacht haben, ist, dass sie mit einfach gesetzlichen Normen, das lese ich nachher dann auch noch vor, weil das ist ja hochinteressant, versucht haben, irgendwie zu verhindern, dass die Sache weiterverwiesen muss an zum Beispiel das Landesverfassungsgericht. So, hier steht jetzt weiter. Bankenrettung zwingt die staatlichen Organe zum Verfassungsbruch. Ja, das ist das Ergebnis. Das ist die These des Klägers, die das Finanzgericht hiermit erneut verifiziert. Boing. Ja, das wollen Sie alle nicht hören. Das Finanzgericht versucht, dieses Ergebnis dadurch zu kaschieren, dass es die durch das Vorbringen des Klägers keineswegs begründbare Behauptung aufstellt. Mit seinem Vorbringen beziehe er sich nicht auf die Voraussetzungen von Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Also man muss wissen, wie Richter arbeiten. Oder überhaupt die Gerichte arbeiten. Und man muss wissen, dass zunächst mal ein Sachverhalt dargestellt wird und dass von der Darstellung des Sachverhaltes abhängig ist, wie es dann mit der Rechtsanwendung aussieht. Was die hier machen ist, sie blenden einfach bestimmte Sachverhaltsteile aus, ja, die ich vorgebracht habe, damit sie sagen können, es geht doch gar nicht um die Ausübung des Widerstandsrechts. Ja. Also ich meine, da hat man sich halt ins Knie geschossen, ne?
Also intellektuell ist das leicht zu erledigen, die ganze Geschichte. Diese Auffassung des Finanzgerichts ist nicht konform mit Geschichte, Funktion und Voraussetzung von Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz. Mit diesen Dingen beschäftigen die sich gar nicht erst. Ja? Also wenn man ehrlicherweise so eine schwierige Frage beantworten möchte, ob der Herr Scharf zu Recht sein Widerstandsrecht ausübt oder nicht, ja, da muss man sich mal mit dieser Norm, mit diesem Artikel 20 Absatz 4, seiner Geschichte, seiner Bedeutung, seinem Zweck beschäftigen. Ja? Das machen die nicht. Machen sie einfach nicht. So, mache ich aber. Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ist Bestandteil der freiheitlichen und demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland und gilt als Grundrecht. Ich zitiere da einen Kommentar übrigens. In Wahrnehmung dieses Rechts betreibt der Kläger Steuerverweigerung, weil staatliche Organe, Bundesparlament und Bundesregierung, Entscheidungen zur Bankenrettung getroffen haben, die mit dem Einsatz von Steuergeldern und Staatsvermögen in einem unglaublichen Umfang verbunden sind und außerdem an Institutionen weitergeleitet werden, die auf europäischer Ebene keinerlei Kontrolle mehr unterliegen und weder dem nationalen Parlament noch der nationalen Regierung verantwortlich sind, ESM. Lesen Sie bitte den ESM-Vertrag und dort insbesondere Kapitel 6 sowie die Kritik dazu, die über Wikipedia zugänglich ist. Ja, müssen Sie lesen, wenn Sie es richtig machen wollen, ja? Machen Sie nicht. In der Anlage beigefügt ist der aktuelle Stand der damit begründeten, den Steuerzahler belastenden Verpflichtungen, die eine unfassbare Höhe, potenziell mehr als zwei Bundeshaushalte, erreicht haben. Und dann habe ich Ihnen den ganzen Schmodder hier hinten dran geheftet. Ja? Und geeignet sind, jegliche Politik für das Allgemeinwohl zum Erliegen zu bringen. Wir haben es mit einem ökonomischen Putsch angemaßter Geldmacht zu tun, die die Politik offensichtlich erpressen kann und für sich Privilegien und Subventionen einfordert, die keinen anderen Staatsbürger auch nur im Entferntesten gewährt würden. In einer solchen Situation wird Widerstand zur Pflicht, Artikel 147 Hessische Verfassung. So, weiter geht's. Zur Rechtslage des Widerstandsrechts ist noch auf Folgendes hinzuweisen. Das Recht zum Widerstand richtet sich vor allem gegen staatliche Organe selber. Die versuchen durch politische Entscheidungen, Gesetze, Maßnahmen, die gegebene Verfassungsordnung, hier insbesondere Artikel 20 Absatz 1 und 2 Grundgesetz, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus, außer Kraft zu setzen, zu beseitigen oder umzustürzen. Diese Möglichkeit und Sorge war auch Anlass für die Einführung des Widerstandsrechts 1986. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass staatliche Organe sich durchaus verfassungswidrig verhalten können, selbst wenn sie durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes handeln, wie zum Beispiel Bundesregierung und Bundesparlament bei der Beschlussfassung und Ratifizierung des ESM-Vertrages. Also das halte ich für einen Putsch, diesen ESM-Vertrag. Ja, also das ist... Es reicht bereits der Versuch aus, diese Ordnung zu beseitigen. Versuch. Aus vereinzelten Verletzungen der ihr zugrunde liegenden Bestimmungen kann kein Widerstandsrecht hergeleitet werden. Das Widerstandsrecht besteht auch nicht gegen einzelne Artikel 20 Absatz 4 verletzende Maßnahmen staatlicher Organe. Vielmehr muss es sich um einen Angriff auf die grundlegende Ordnung als solche handeln, um deren Verteidigung und Wiederherstellung es geht, woraus sich der die Ordnung konservierende Charakter eines Widerstandsrechts herleitet. So, und jetzt will ich was zitieren. Muss ich einen ganz kleinen Moment blättern. Ich habe nämlich die Frau Merkel zitiert. Ja, die gute Frau Merkel, die hat mir hier eine echt tolle Vorlage geliefert. Ne, da gab's mal so eine Geschichte, wo sich zwei irische Manager unterhalten haben und sich über die Deutschen lustig gemacht haben, dass die überhaupt gerettet haben. Und das ist mal so richtig schön durch die Presse gegangen und hat so ein bisschen so einen Aufschrei erzeugt. Und da hat sich dann die Frau Merkel dazu geäußert. Wo haben wir denn das? Ach, jetzt habe ich da kein Depperli dran gemacht. Aber es ist, also ich muss es zitieren, es bleibt nichts anderes übrig. Es ist einfach zu schön, die Frau Merkel zu zitieren. Ich glaube, hier habe ich es. Ich habe das Gleiche übrigens beim Bundesfinanzhof auch gemacht. Ne? Also nicht nur beim Finanzgericht. Und dem Bundesfinanzhof habe ich die Ausarbeitung vom Giegold übermittelt. Und die sind noch nicht einmal mit einem Komma drauf eingegangen. Und dann habe ich Ihnen auch noch die Untaten des Herrn Dr. Noppe geschildert. Das war der frühere Vorsitzende des 11. Senats, das ist der sogenannte Bankensenat.
So, wo haben wir sie denn? Die gute Frau Merkel. Mensch, jetzt mal vorher das gekennzeichnet. Ja, ich hab's. Also, ich lese mal vor. Das habe ich auch vorgebracht. Das war vor dieser Gehörsrüge gewesen. Da ging es um Nachweise dafür, dass hier also die Banken das Kommando übernommen haben. Und dann führe ich hier aus, ein Abschnitt sei hieraus direkt zitiert aus dieser Nachricht. Mehr als 30 Milliarden Euro hat die Pleitebank letztlich die Iren gekostet. Inzwischen ist sie abgewickelt worden. Die für das kleine Land extrem hohen Summen der Anglo-Irish und zwei weiteren Krisenbanken waren der Hauptgrund dafür, dass der irische Staat selbst an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geriet. Ja, 2010 erhielt Irland von den anderen Euro-Ländern und dem Internationalen Währungsfonds ein Milliardenhilfsprogramm. An der Last der Staatsschulden, inzwischen weit über 100% der Wirtschaftsleistung, werden die Iren noch Jahrzehnte schwer zu tragen haben. Allerdings gilt das nicht nur für die Iren, sondern auch für den deutschen Steuerzahler. Hierzu ein weiteres Zitat aus der Nachricht. Die Euro-Finanzminister haben in der vergangenen Woche vor allem auf Drängen Irlands und Spaniens beschlossen, dass Altlasten aus der Bankenrettung unter bestimmten Bedingungen auch rückwirkend vom Krisenfonds ESM übernommen werden können. Hinter dem ESM stehen letztendlich die europäischen Steuerzahler. Deutschland haftet mit einem Anteil von 27%. Einen Tag nach der Veröffentlichung der vorzitierten Nachricht durfte man lesen, dass auch Bundeskanzlerin Merkel die irischen Banker für ihre überheblichen Äußerungen während der Finanzkrise scharf kritisiert hat. Ich kann nur sagen, die Tonalität scheint bankenübergreifend gleich zu sein, sagte Merkel. Dies sei eine, jetzt wörtliches Zitat, richtige Schädigung der Demokratie, der sozialen Marktwirtschaft und allem, wofür wir arbeiten. Quod erat demonstrandum. Ja, und hier schreibe ich, zitiere, das nennt man übrigens Subsumption, was ich da mache, das Widerstandsrecht, vielmehr muss es sich um einen Angriff auf die grundlegende Ordnung als solche handeln. Also ich kann Frau Merkel zitieren. Ja? Frau Merkel hat es nur gesagt. Pech gehabt, kann ich dazu nur sagen. Also die haben es schon nicht leicht mit mir. Ja? Dem Kläger geht es hier ausdrücklich und auch differenziert ausgeführt. Nicht um einzelne Maßnahmen, sondern um das ganze Paket von gesetzlichen Maßnahmen, Verordnungen und Regierungsentscheidungen zur Rettung von Banken, die nach dem Erkenntnisstand des Klägers mit Duldung der Aufsichtsbehörden die größte ungesetzliche Geldblase, 12,4 Billionen Buchgeld, in der europäischen Geschichte geschaffen haben und damit auch die Grundlage für die Herrschaft einer superreichen Oberschicht, die durch die faktische Usurpation des Geldregals durch die Geschäftsbanken gefördert worden ist und permanent durch Zinseinnahmen, Renten, Dividenden, Mieten immer reicher wird. Auch das basiert auf, wie soll ich sagen, nahezu wissenschaftlicher Recherche und Arbeit. Da habe ich da drüben ein Buch hingelegt, das nennt sich Der Profitwahn. Und da macht, oh Gott, wie heißt er denn? Kreis, glaube ich. Macht auch ein Mensch, der vorher Banker gewesen ist, ja, und dann als Professor weitergemacht hat, der macht solche Ausführungen. Ich habe jetzt die Quelle dahinter nicht genannt, ja, aber das alles ist absolut abgesichert. Ja? So, dieser Vorgang wird mittlerweile durch eine ganze Reihe von äußerst qualifizierten Wissenschaftlern und Autoren in verschiedenen Facetten empirisch abgesichert beschrieben. Allerdings bisher ohne Einfluss auf die Rettungspolitik der staatlichen Organe zugunsten einer superreichen Oberschicht. Jetzt kommt's. Die heutige Struktur der Bundesrepublik Deutschland gleicht deshalb mittlerweile der klassischen Dreiklassengesellschaft des 19. Jahrhunderts mit einer schmalen Oberklasse, dem Geldadel von ca. 10%, einer Mittelklasse von ca. 40% und einer Unterklasse von 50%, die über kein nennenswertes Nettovermögen verfügt. Das Nettovermögen konzentriert sich zu über 60% bei den oberen 10%. Es vermehrt sich ständig und exponentiell. Die Reallohneinkommen steigen dagegen schon seit Jahren nicht mehr an.
Bankenrettung bedeutet, da Zinsen und Dividenden letztlich nur den oberen 10.000 zufließen, den oberen 10% zufließen, ist übrigens alles Statistik, ja, also kann man überall, wenn man sich dafür interessiert, kann man das lesen. Die Erhaltung dieses grundgesetzwidrigen Auseinanderklaffens von Arm und Reich. Es steht in diametralem Gegensatz zu dem grundgesetzlichen Ziel der Bundesrepublik Deutschland, ein demokratischer und sozialer Bundesstaat zu sein. Also, so begründet man ein Widerstandsrecht, ja. Sollen alle machen. Die sogenannte Rettung der Hypo Real Estate mit staatlichen Garantien und Geldmitteln in einer Größenordnung von 143 Milliarden Euro, mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts, zeigt absolut überdeutlich, dass in Deutschland nicht mehr die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, also durch die in Wahlen und Abstimmungen gewählten Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung, sondern von Bankenvorständen und Bankenlobbyisten. Aha. So sieht's aus in dieser Republik, ja? Wir haben es also mit einer extrem kritischen Situation zu tun, bei der auch Weggucken und Totschweigen nichts mehr hilft, weil Staatsorgane unter dem Druck von Finanzoligarchien Gesetz und Recht das Volk und den Staat im Ganzen verderben. So hatte mal das Bundesverfassungsgericht formuliert, vor vielen, vielen Jahren, 1956. Ja, ja. Das Gemeinwohl, vor allem Bildung, Altersvorsorge, Gesundheitsvorsorge, überhaupt die öffentliche Infrastruktur, bleibt trotz der riesigen Geldmenge auf der Strecke. Es droht der Kollaps des gesamten Systems. Das schreibe ich alles da. Ja? Haben Sie mal ein bisschen was zum Lesen. In unserer jetzigen Situation schützt also die gewählte Regierung nicht mehr unser Eigentum, Stichwort Zwangsversteigerung, sondern zwingt uns nicht zuletzt durch sofort vollstreckbare Steuerbescheide zum Tribut für nicht gewählte Herrscher. Sie bricht damit den Gesellschaftsvertrag und führt Krieg gegen jeden Steuerzahler, der Steuern an gemeinwohltätige Institutionen zahlen will und nicht an Finanzputschisten, und sie deshalb zurückbehält. Gegen diese rechtswidrigen Angriffe der bisherigen Regierung steht, nachdem selbst das Bundesverfassungsgericht es nicht gewagt hat, der Regierung in den Arm zu fallen, keine effektive Rechtsschutzinstanz mehr zur Verfügung. Es bleibt deshalb nur als Last Resort der Steuerwiderstand, wie ihn der Kläger exemplarisch leistet. Ich höre mal auf an der Stelle, ja? Weil damit habe ich meinen Steuerwiderstand meiner Meinung nach sauber begründet, ja? Und was fällt dann den Richtern dazu ein? Dann lese ich mal so ein bisschen was vor noch. Und dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Was fällt denen dazu ein? Na, gucken wir mal. Da habe ich doch was, extra mir ausgelegt. Hier haben wir es. Entschuldigung für diese kleine Pause. Geht gleich weiter. So, jetzt lese ich mal vor, mit welcher Argumentation die meinen Verweisungsantrag niedergebügelt haben. Die beantragte Verweisung des Rechtsstreits an das Verwaltungsgericht war nach § 17 klein a Absatz 3 und Absatz 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes GVG durch gesonderten Beschluss abzulehnen. Ich mache mal einen Stopp an dieser Stelle. Die fragen sich gar nicht erst, ob dieser 17a Absatz 3 etc. überhaupt hier anwendbar ist. Das ist ja eine Unterverfassungsnorm, ja? Der regelt die Fragestellung der, Zuständigkeit über die Ausübung des Widerstandsrechts mit keinem Komma. Und wenn Sie ein bisschen Ahnung gehabt hätten davon, dass das Verfassungsrecht die oberste Norm ist, ja, und dass man sich nicht selbst, zum gesetzlichen Richter machen kann, ohne dass man da eine klare Grundlage hätte dafür, ja, dann hätten Sie von solchen Argumentationen die Finger gelassen, ja. Also ich kann die juristisch-rechtswissenschaftlich kann ich die komplett auseinandernehmen, ja. Aber sie sind sich nicht zu schade darum, so einen Kram von sich zu geben. Dann geht's weiter. Für das gesamte Verfahren ist nach § 33 Finanzgerichtsordnung. Ja, liebe Leute, Ausübung Widerstandsrecht hat mit Steuerrecht nichts zu tun, ja. Ihr seid nur fürs Steuerrecht zuständig. Fürs Steuern, nicht für die Ausübung des Widerstandsrechts, ja. Da machen die sich selbst zuständig für so eine Frage. Ja? Geht natürlich nicht, machen sie aber trotzdem. Also geht's weiter.
Da es hinsichtlich der Einkommensteuerfestsetzung und der Stundung der Einkommensteuer um eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit über Abgabenangelegenheiten betreffend einer Abgabe handelt, die der Gesetzgebung des Bundes unterliegt und durch Landesfinanzbehörden verwaltet wird. Da taucht das Wort Widerstand nicht auf. Artikel 20 Absatz 4 taucht nicht auf. Ja, die tun so, als wäre das hier so ein normaler Steuerfall. Ja. Bei der Frage, ob eine zivilgerichtlich titulierte Darlehensverpflicht, blablabla, lassen wir mal weg im Moment, weil ich hatte da noch so einen anderen Strang. Jetzt kommen wir zum Artikel 20 Absatz 4. Was schreiben Sie denn da? Also, dies gilt unabhängig davon, ob die der Titulierung zugrunde liegenden zivilgerichtlichen Urteile rechtmäßig ergangen sind oder nicht. Insoweit kommt es daher für die Sachentscheidung des Senats nicht darauf an, ob dem Kläger gegen diese zivilgerichtlichen Urteile, um deren Vollstreckung es bei der Einkommensteuerfestsetzung und Einkommensteuererhebung nicht geht, überhaupt ein Widerstandsrecht nach § 20 Absatz 4 zusteht. Ja? Nein, ich einfach logisch, präzise, ja. Hier geht es um die Frage, ob eine Zuständigkeit des Finanzgerichts für die Beurteilung, ob ich zu Recht Widerstand leiste, ob die dafür zuständig sind, ja. Die gehen der Frage aus dem Weg, ja. Die umkurven sie mal links, mal rechts und dann verunfallen sie irgendwann mal dazwischen, ja, und so weiter. Was haben Sie noch gemacht? Ich lese vor. Auch soweit der Kläger einwendet, der titulierten Forderung liege, da geht es also um ein zivilrechtliches Urteil, das nicht in Ordnung gewesen ist und so weiter. Aber wie gesagt, das spielt jetzt in dem Zusammenhang mit dem Widerstandsrecht, spielt das eigentlich erstmal keine Rolle. Aber gut. Auch soweit der Kläger einwendet, der titulierten Forderung liege ein justiziell zertifizierter Lug und Betrug zugrunde. Ich pflege bestimmte Formulierungen. Und er müsse in dieser Situation noch Steuern zahlen, mit denen dann ausgerechnet die Banken gerettet würden, vermag dies keine eine Verweisung an das Verwaltungsgericht rechtfertige Berufung auf ein etwaiges Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4 darzustellen. Das dürfen die gar nicht beurteilen. Ja, machen sie aber. Denn im Endergebnis wendet der Kläger nur ein, dass die zivilgerichtlichen Urteile gegen ihn rechtsfehlerhaft ergangen seien. Ja, habe ich nichts vom Widerstand erzählt wegen 200 Milliarden Verschwendung oder Veruntreuung oder sowas? Habe ich anscheinend nichts erzählt von. Ja? Nö, habe ich nicht. Denn im Ergebnis wendet und so weiter. Ne? Die Rüge einer Verletzung von materiellem Recht und Verfahrensrecht durch eine konkrete Entscheidung der rechtsprechenden Gewalt ist aber nicht geeignet, einen Anhaltspunkt für ein Unternehmen der Beseitigung der rechtsstaatlichen Ordnung zu begründen. Also ich habe nicht die Frau Merkel zitiert. Ne? Ich habe nicht begründet, was sie hier machen. Habe ich alles nicht gemacht? So, was haben Sie noch drauf? Auch die Einwendungen gegen die konkrete staatliche Verwendung von Steuermitteln stellen keine substanzierte Rüge der Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung dar. Aha, gut, das war der einzige Satz, den Sie dazu losgelassen haben. Ja. Denn die Verwendung von Steuereinnahmen als allgemeine Einnahmen eines öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens, § 3 Abgabenordnung, unter Beachtung der Haushaltshoheit der Parlamente ist gerade Teil der verfassungsmäßigen Ordnung. Wie bitte? Ich habe nicht erzählt, dass also auch Parlamente sozusagen die verfassungsmäßige Ordnung beseitigen können und dass wir diese Situation haben. Ich habe das nicht mit Zahlen unterlegt. Ich habe das nicht mit dem Zitat der Frau Merkel unterlegt. Nee, das habe ich alles nicht gemacht. No? Mithin war weder eine gänzliche noch eine teilweise Abgabe des Verfahrens an das Verwaltungsgericht ernsthaft in Erwägung zu ziehen. So sieht die Widerstandsausübung in der Praxis aus, derzeit. Und ich meine, das muss geändert werden. Und ich meine, und jetzt kommt's, ich bin noch nicht ganz durch, Fazit, was brauchen wir? Wir brauchen ein unabhängiges Bürgergericht, dessen Mitglieder von den Bürgern direkt gewählt werden und das dann darüber entscheidet, ob jemand zu Recht sich auf das Widerstandsrecht beruft oder nicht. Dafür müssen wir eintreten, meiner Meinung nach. Ja? Weil diese Gerichte, die schaffen das nicht. Ja? Die schaffen ja noch nicht einmal an besser zuständige Gerichte diese Sache abzugeben. Ja? Und daran sieht man dann auch, dass die Finanzgerichtsbarkeit beispielsweise
dass die einfach nicht unabhängig ist. Ja? Und dass die alle möglichen Turnübungen unternehmen, um nicht das zu entscheiden, was zu entscheiden ist. Nämlich, dass ein Widerstandsfall da ist. Wie kriegt man das geändert? Indem ganz viele vom Widerstandsrecht Gebrauch machen. Und darum geht's. Ja? Der Sonne entgegen. Ja, über den Wolken, ja, 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 muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen. Und dann würde was uns groß und wichtig erscheinen, plötzlich nicht wichtig und klein.